Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. Heute widmen wir uns dem letzten der vier Portale. Auf dem Bürgeracker, wo ich ihn liebevoll genannt habe, Friedhof der untoten Dämonenzombies. Diese Prüfung wird wahrscheinlich diese mit der Luft, die ich am letzten Part erwähnt habe. Zu der x-beliebige Gegner in der Luft, ohne den Boden zu berühren. Ich wette jetzt schon meine Lebensorbs darauf. Töten Sie in der Folge 30 Feinde. Wobei Sie nur Krieg sofort Tötungsangriff benutzen. Ja, fast. Sekunde. Ja, so. Habe ich mich etwa ein bisschen in der Mission geirrt? Ich meine, das kann vorkommen. Oder war es ein Achievement, was ich gerade in Steam bekommen habe? Der Überflieger. Eine gewisse Anzahl der von Kreaturen in der Luft töten. Ich mich ein bisschen schwächen und dann kein Ding. Hast du ihn getötet? Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Komm, komm, danke. Oh, guck mal, Gegner. Zack. Ich hätte dann ein bisschen ja nur die Fledermäuse, das wäre so entspannt einfach. Zack. Jetzt eine Fledermaus. Zack. Und jetzt noch eine Fledermaus. Hätte Krieg nicht die falsche Person angestürmt, hätte es auch funktioniert. Der Schaden von dem von der Sense ist ein bisschen kontrollierter. Ein bisschen kleiner, aber ein bisschen kontrollierter. Da sehe ich sowas nämlich schneller. Ich habe das Drecksvieh da hinten gesehen. Ich bin jetzt schon nicht froh drauf zu sprechen. Aber das Teil nimmt eine Menge Schläge in Tuss. Wenn ich vielleicht versuchen, es erstmal zu ignorieren, soweit es geht. Ich müsste ihn nochmal aufstehen lassen, das ist das Hauptproblem daran. Wenn man sehen kann, ob der Finishing Move ready ist. Geht nämlich nicht, wenn sie nicht in der entsprechenden Tötungsposition geparkt sind. Weil vielleicht muss Chaos Reset einfach mal unglaublich viel mehr Schaden. Dass es nicht so ewig dauert, bis das Teil hier kaputt ist. Ich habe zwei von denen, jetzt muss ich eins loswerden. Zum Beispiel so. Und ich habe den einen Gegner noch im Finishing Move mitgenommen. Das Problem ist halt, die Teile hauen richtig böse rein. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die letzten hier. Ich habe jetzt zum Beispiel noch zwei Fledermäuse, das reicht mir vollkommen, um es zu schaffen. Weil ich hätte schon gern die Seelen. Die zusätzlichen. Ich kann mir so vorstellen, dass ich für jede Sekunde eine Seele bekomme. Also habe ich eben so 80 bis knapp 100. Blockgegenangriff, yay. Kriegsabwehrsystem ist erwacht, und ich kann körperliche Angriff und Schussangriff abwehren. Kurz vor meinem Schocklink, Alter, Stop. Also, das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Nö. Können wir nicht.
So, knapp 100 Seelen haben wir dann durch diese Aktion noch zusätzlich bekommen. Oder knapp 90. Um es genauer zu sagen. Das muss der letzte von ihnen gewesen sein. Lass uns von hier verschwinden. Ich hatte nichts anderes vor. Aber ich habe ziemlich viele Seelen. So knapp 900. Jetzt habe ich 900. Aber ich kann Vulgrim jetzt auch noch was Nettes verkaufen. Für die Sense will ich mir ganz ehrlich nichts kaufen. Aus Prinzip schon nicht. Ist gut, ich beeil mich ja schon, Vulgrim. Den wollte ich unbedingt haben. Devil May Cry Gewohnheit, solche Angriffe zu machen. Oh, das war das andere, wo wir noch hatten. Jetzt kann ich kriegen Baseball spielen. Komm, so, so. Pam! Ich muss auch dazu sagen, Chaosfresser ist schon Kriegshauptwaffe. Deswegen bevorzuge ich auch das Upgrade. Das sieht auch abartig cool aus. Also. Ne? Logisch, warum, dass ich Chaosfresser bevorzuge. Dann wach mal auf. Dann wach mal auf. Mögen meine Ahnen dich segnen. So praktisch ist das Upgrade, was wir gerade eben bekommen haben, nicht der Verwüster. Naja, wir können es equippen, aber wirklich wertvoll ist es nicht. Dann müssen wir in die Waffenschmiede und dann hier Verwüster, zack, zuweisen, fertig. Das ist auch diesen klar noch einen zusätzlichen visuellen Effekt. Ja, das ist leider ein Zeug, was da wegspritzt. Das ist es. Die Sache ist halt, mehr Schaden ist mehr Schaden. Das habe ich lieber als sowas. Dass das da mehr Schaden macht. Deutlich lieber. Denn ich habe nicht in Bosskämpfen ein Objekt in der Nähe. So denke ich das gerne. Was bringt in den meisten Kämpfen was? Ich denke meistens auf Bosskämpfe. So eine einmalige Fähigkeit ist in Bosskämpfen ziemlich nutzlos. Zum Beispiel. Dass ich das hab, ja, du mal kriegst zum Kampfbeginn irgendwas Besonderes. Das ist nicht so prickelnd, wenn der Bosskampf 10 Minuten dauert. Währenddessen ich zum Beispiel irgendwas Permanentes haben könnte. Das ist so meine Denkweise. Ich wollte nicht das Auto weghörnchen, ich wollte eigentlich das hochnehmen, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ihr seht doch schon die Eiswände. Wenn wir ein bestimmtes Item haben, können wir die garantiert kaputt machen. Ich meine, das ist... Habe ich schon erwähnt, dass es Zelda ist. So gut wie. Deswegen ist es klar, dass wir, wenn wir bestimmte Sachen noch nicht machen können, später ein Item dafür kriegen, wo wir es machen können. Die Eiswände können wir später mit dem Item zerstören. Ich weiß sogar welches. Ich sage es aber nicht. Ich sage auch nicht, wann wir es kriegen. Ich sage nur, dass das existiert. Dass wir später backtracken dürfen, um das Zeug zu holen. Was macht der Angriff wohl, wenn ich dich damit treffe? Wow, setzt sich in Brand. Das ist interessant. Muss wohl wehtun, zu brennen.
mein Baseball Attack. Wird es ein bisschen schneller aufladen, wäre sogar noch richtig gut. In Kombos. Einfach schön, wie die Gegner mir nichts anhaben können während so einem Finishing Move. Gut, soweit ich weiß, können sie mit unserem Schaden machen, aber so kann ich nicht unterbrechen. Die eingestürzte Treppe. Und eine große Fledermaus. Viele kleine Mini-Gegner. Die Fledermaus sehe ich nicht mal mehr als Gegner an, aber... Ja. Sie geben Seelen für Lau. Bald schon. Und das unten ist Wulgrim. Wir holen uns schnell die Wulgrim-Position an, oder so. Ich finde hier unten sowieso noch ein kleines Geheimnis. Wer weiß das schon. Wie zum Beispiel eine Kiste voller Seelen. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Was haben wir da? Oh, oh, eine schöne Kiste. Ein Stück eines Lebenssteins. Jetzt haben wir schon zwei Stücke eines Lebenssteins. Sehr gut, auch wenn ich garantiert nicht alle finden werde und garantiert auch nicht alle suche. Einfach aus dem Prinzip, brauch's nicht. So, jetzt haben wir eine weitere Wulgrim-Position. Jetzt fühlt sich Wulgrim auch nicht so vernachlässigt von uns. Geht mich auf den Senkel. Ist toll übrigens, wie ich auch Kriegs Todsense habe, nicht trotzdem immer noch mein Schwert bevorzuge, aber ich kann trotzdem was ein bisschen leveln. Auch wenn ich, wie gesagt, Chaosfresser am liebsten so schnell wie möglich auf Maximum hätte. Einfach weil es die Hauptwaffe ist. Meine Gott, man macht mal eine Chaosfresse auf dem Rücken. Das heißt für mich was. Einen richtig coolen Angriff von der Sense. Ich weiß nur nicht mal auswendig, wie er geht. Vielleicht müssen wir den sogar kaufen, aber es gibt quasi noch so einen 360-Grad-Angriff von der Sense. Der ist ziemlich gut. Solange die Sense gut ist. Und die abyssische Rüstung werden wir uns auch komplett sammeln für die Abgrundrüstung. Das mache ich ganz gerne. Ich finde die Abgrundrüstung geil. Ich habe schon nachgesehen, wie sie aussieht. Also ich weiß, wie sie aussieht und... Ich habe gleichzeitig in einem älteren Spielstand von mir geguckt, wo ich... in den Collectibles so ziemlich alles habe. Bis auf, glaube ich, habe nicht maximales Leben. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich habe quasi so viel gemacht, wie ich Lust drauf hatte. Das ist also beste Rüstung, also die Abgrundrüstung plus noch ein paar zusätzliche Sachen. 11 Stunden Spielzeit insgesamt. Also ungefähr genauso lange werden wir auch brauchen. Dann kommt irgendwann Darksiders 2. Aus Prinzip. Aus Prinzip allein schon. Ich meine, ich habe Teil 1 angefangen. Kann ich auch Teil 2 machen. Weil irgendwann bestimmt, hoffentlich, Teil 3 kommen. Dann kann ich auch Teil 3 machen. Das würde ich schon ganz gerne tun. Au. Übrigens haben wir unsere keine Flugpunkte mehr. Wir müssen gegen ihn kämpfen.